Kaktusfuß. Hallihallöchen, meine lieben Freunde, Kaktusfuß hier. Ja, heute reagieren wir auf 3 Jahre Tinder Teil 3 von Just Ketchup Animation. So, ja. Lasst auf jeden Fall schon mal auf diesem Video Like und ein Abo da. Natürlich auch, oh, perfekt, jetzt kommt er mit Benachrichtigung rein. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Guten Tag, hier euer Tinder-Spezialist Dr. Just Ketchup. Tinder-Spezialist? Dann können wir ihm mal ein paar Fragen stellen. Über mein Date mit der Alkoholikerin habe ich euch beim letzten Mal erzählt. Aber es gibt noch ganz andere spannende Geschichten. Wisst ihr, manchmal sieht man einfach ein Foto von einer Frau und denkt sich, verdammt, ist die hübsch. Oder, wow, die muss super interessant sein. Ich stolper also über das Profil von dieser Frau. Komplett tätowiert, hübsches Gesicht, scheint gern zu zocken. Denk mir, wow, die muss super interessant sein. Ich schreibe... Hauptsache, da steht einfach Hot Girl und in Wirklichkeit heißt sie Brunhilde oder was. Also ein wenig mit ihr, wir treffen uns und gehen etwas essen. Und zack im Restaurant. Hi, ich bin Chris, freut mich dich kennenzulernen. Was hast du heute Cooles gemacht? Nichts. Cool, 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 cool. Und was hast du so für Hobbys? Ich hab keine Hobbys. Gibt's irgendwas, was du gerne tust? Ich schau gern Horrorfilme. Aber wenn du gerne Horrorfilme schaust, dann mach das doch zu deinem Hobby, dass du Horrorfilme guckst. Nur so als kleiner Tipp. Und wenn du so gerne Horrorfilme schaust, dann hättest du ja heute schon einen Horrorfilm gucken können. Und dann hättest du die Frage beantworten können, ich habe einen Horrorfilm geguckt. Ich bin geil. Und was noch so? Ich schau gern Splatterfilme. Wir führen also diese Was sind Splatterfilme? Katja, bitte einmal hier die Beschreibung einfach von Wikipedia, ist scheißegal, irgendwas da einblenden, ja? Danke. Super spannende Unterhaltung weiter und gerade bei Tinder-Dates führt man zu Beginn erstmal belanglosen Smalltalk. Sie erzählt mir also weiterhin extrem spannende Sachen, bis sich die Unterhaltung plötzlich in eine komplett andere Richtung entwickelt und sie mir irgendwann Folgendes erzählt. Also ich stehe im Bett drauf, wenn man mich fesselt und dann einfach stundenlang rumliegen lässt. Hä? Und dann? Warte, sie mag es, gefesselt zu werden und aber stundenlang da zu liegen. Wow, dann lass dich doch gleich entführen. Naja, du lässt mich halt rumliegen. Okay, und stelle ich dann irgendwie einen Alarm oder so? Mach den Haushalt in der Zeit oder wie läuft das genau ab? Naja, du fesselst mich, legst mich aufs Bett und ich tue in der Zeit nichts. Aber was mache ich in der Zeit? Keine Ahnung. Also kommst du jetzt mit zu mir? Hast du Netflix? Tja, was soll ich zu Online-Dating über Tinder sagen? Ja, Netflix ist immer wichtig. Immer vorher noch fragen, ob die Netflix hat, ja? Tinder ist irgendwie eine interessante App. Und du weißt nie, wen oder was du triffst, was für Absichten die Person hat oder wie verrückt diese ist. Aber eins steht fest, Online-Dating ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Tinder hat ca. 50 Millionen Nutzer und rund 12 Millionen haben ein Match pro Tag. In 196 Ländern wird Tinder genutzt. 1,6 Milliarden Swipes am Tag. Mittlerweile findet jeder Dritte oder Vierte seinen Partner online. Online-Dating klappt aber nur richtig in einer größeren Stadt, denn in so einem kleinen Dorf ist man mit der Hälfte entweder verwandt oder verfeindet. Just kidding. Ja, das könnte aber tatsächlich stimmen. Ich meine, den Großteil, es hat sich auch bei mir alles verändert hier. Ich wohne hier so in einer, das ist so eine Art wie Kreis. Und irgendwie sind da jetzt plötzlich so, boah, extrem viele andere Leute. Und die hat man einfach noch nie zuvor gesehen, ne? Und mit denen haben wir uns gleich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das ist eine andere Geschichte und die werde ich nicht jetzt erzählen. Wir leben in einer verrückten Zeit und wenn ihr mehr verrückte Videos sehen wollt, dann lasst einen Like da und ein Abo. So, was wollen wir denn gucken? Irgendwelche Disney-Filme? Netflix? Black Mirror?
tote Mädchen lügen nicht. Oh, ach so, du willst ja lieber Horrorfilm. Wusstet ihr aber, dass nach dem Tod noch die Fingernägel und die Haare wachsen? Das ist echt krass, ne? Seid ihr mal halt nichts. Okay, dann. Ciao, ciao.